Hallo und sportfrei vom Tempelhofer Feld. Das ehemalige Flughafengelände gehört seit Mai 2010 den Berlinerinnen und Berlinern. Und dieses Fleckchen Freiheit lädt nicht nur zum Relaxen ein, sondern auch zum Sporteln. Wir sind hier heute natürlich sportlich unterwegs und zwar mit der Sportgruppe der IKK Berlin-Brandenburg. Und wie ihr sehen könnt, sind wir nicht nur dabei, sondern auch mittendrin. Und eins kann ich euch vorab schon mal verraten, es wird schnell. Richtig schnell. Ja, mein Name ist Frank Bussmann. Ich bin der Geschäftsführer der Pure Health Company und wir machen Präventionskurse für die Krankenkassenmitglieder der IKK BB. Also ich skate seit den letzten 15 Jahren, bin natürlich dementsprechend auch erfolgreich, also 3 deutsche Meistertitel dieses Jahr, Europameister. Ja, das ist mein Leben, mein Spirit und wie gesagt, den würde ich halt gerne weitergeben, genauso wie auch meine Trainer. Beim Skaten können bei uns natürlich sowohl Anfänger wie auch Fortgeschrittene mitmachen. Wir schauen uns zuerst an, sind die Grundvoraussetzungen, die man beim Skaten mitbringen muss und üben die Grundvoraussetzungen alle gemeinsam. Wir haben erstmal ein paar Trockenübungen gemacht im Stand ohne Skates. Da bin ich schon an meine Grenzen gekommen, auch muskulär. Die Halteübungen, die waren echt ganz schön hart für die Oberschenkel. Und als es dann auf die Skates ging, da dachte ich schon, oh je. Also meine Skates sind halt eben ein Ilio Kunku Kastenboot. Besteht eben aus Vollcarbon und obendrauf Leder, eine Carbon-Schiene. 125 mm Rollen mit Keramiklagern. Das ist so das High-End, was man haben kann. Wenn ich jetzt deine anschaue, der ist natürlich ein bisschen weicher, der ist eben auch viel, viel höher. Damit steigt man ein, so hast du dementsprechend schon mal richtig gemacht. Man trainiert mit Profis. Das Entscheidende dabei ist, dass der Profi eben weiß und sein Handwerk versteht. Das ist gleich, wenn ich in einen Betrieb gehe, habe ich einen Auszubildenden und der Auszubildende wird an einen Meister geschickt und nicht an einen weiteren Auszubildenden. Viele sind abgeschreckt im ersten Moment, mit Profis, die fahren schnell. Genau das Gegenteil ist der Fall, sondern wir versuchen unser Know-how, unser Wissen an einen weiterzugeben. Das war natürlich schon ziemlich cool, mit den Jungs da richtig auf der Landebahn abzugehen. Hinterher haben sie mir dann gesagt, das war ziemlich langsam. Ich habe da schon ordentlich Gas gegeben und war quasi im Vollspeed. Ja, ich habe mich ein bisschen hinten reingehängt, habe den Windschatten ausgenutzt und ich muss sagen, es war echt ziemlich cool. Groß, klein, dick oder dünn, es ist egal. Alle sind hier herzlich willkommen. Ob Anfänger, Quereinsteiger oder vielleicht auch schon Halbprofi. Das Team von Frank ist für alle da und kann auch alle betreuen. Und ich muss zugeben, die Jungs, die haben es wirklich drauf. Ich bin auf jeden Fall ordentlich ins Schwitzen gekommen und hatte dabei auch jede Menge Spaß, habe einiges gelernt und auch die Jungs hatten was zu lachen. Jedenfalls bin ich froh, dass ich heute hierher gekommen bin, mich aus dem Bett gerollt habe und vielleicht seid ihr nächstes Mal auch dabei.